Hört mir jetzt jeder genau zu, der Spaß hat jetzt Ende. Ich habe nur einen Anruf bekommen, dass sie zusammengebrochen ist und zitternd am Boden liegt. Wie bekloppt ist das eigentlich so? Was machen wir hier? Warum? Wir brauchen hier die Sicherheit, dass jeder alleine aus dem Eis rauskommt. Let's go. Wenn man nicht alleine rauskommt, wird man hier sterben. Ich dachte mir so, ey, der hat keinen Bock wahrscheinlich gerade hier zu stehen. Ich habe keinen Bock da reinzugehen, weil wir es nicht einfach skippen. Liebe Freunde des Arctic Warriors, das ist erstmal ein Dank an euch, an die Community, denn ohne euch wäre so ein Riesenprojekt gar nicht erst möglich. Unser heutiger Partner Viking Rise wurde auf uns aufmerksam, denn der eine oder andere kann sich noch daran erinnern, wie sich jemand wie die, zum Beispiel der Alex als Wikinger auf den Arctic Warrior beworben hat. Gemeinsam mit dem Mobile Game Viking Rise wollen wir der Community etwas zurückgeben. Sie unterstützen mich bei einem riesigen Gewinnspiel mit exklusiven Arctic Warrior Preisen im Wert von über 15.000 Euro. Dazu aber gleich mehr. Als mächtiger Held oder furchtlose Kriegerin taucht ihr in die Welt der Wikinger ein, könnt euer Dorf entwickeln, Ländereien erobern oder mystische Gegner besiegen. Die Artworks der Charaktere, das Wikinger-Ambiente und die Grafik der nordischen Landschaften sind wirklich beeindruckend. Die unterschiedlichen Jahreszeiten, die Wetterbedingungen und die Tag- und Nachtwechsel beeinflussen das Spielgeschehen und ermöglichen dir, eine eigene Strategie zu entwickeln. In Viking Rise bekommst du Unterstützung von legendären Wikingern und kannst ihre Fähigkeiten ganz gezielt für deine Taktik nutzen. Ihr wisst, dass ich kein Hardcore-Gamer bin und deswegen brauche ich eure Hilfe. Kommt in die Arctic Warrior-Stämme und lasst uns gemeinsam die Machtrangliste hinaufklettern. Wir verlosen unter allen Teilnehmenden meinen originalen Savotta-Rucksack, den ich mit in Finnland dabei hatte. Dazu kommen nochmal 50 Hoodies aus meiner Arctic Warrior-Kollektion, handsigniert das Ganze. On top 100 Gutscheine im Wert von je 100 Euro für Amazon, die ihr gewinnen könnt. Für den Besten der Rangliste gibt es außerdem ein nagelneues iPhone 14 Pro. Ladet euch für die Teilnahme das Free-to-Play-Game Viking Rise entweder durch den QR-Code oder den Link in der Videobeschreibung herunter. Erhaltet für einen leichteren Start gratis Ingame-Loot durch meinen Link. Viel Glück und vielen Dank für den Support. I did give you the signal. We're gonna make a puppet show. Guck mal hier. Thermometer minus 26 Grad. Ist das nicht der Wahnsinn? Zack. Gute Zähne braucht man. Give me 5, 7. Oder 7. Das ist mein Rucksack, da ist nicht viel drin. Was wir heute dabei haben, sind Wechselklamotten. Wir gehen nachher Eisbaden. Darauf habe ich am wenigsten Bock, gebe ich ehrlich zu, aber wer würde da sagen, ja geil. Wobei, wir haben hier einen dabei. Er ist, glaube ich, der Einzige, der sagt, Eisbaden richtig geil in der gesamten Gruppe. Du warst die letzten Tage. Ja, das ist geil. Wie lange warst du da drin, die letzten Tage? 20 Minuten? Nee, generell Eisbaden? Ach so, wir machen schon 10 Minuten immer jeden Tag, auf jeden Fall. Das ist Pflichtprogramm. So wie atmen. Ja, da verstehe ich was anderes drunter. Wir befinden uns hier circa 100 Meter entfernt von der Uferstelle, vor der Sauna, mitten auf einem See, wo wir jetzt gleich das Icebreaking durchführen werden. Das ist der elementare Ausbildungsabschnitt. Wir brauchen hier die Sicherheit, dass jeder alleine aus dem Eis rauskommt. Wir können nicht hinterher springen in einer realen Situation. Jeder muss das alleine schaffen. Und jeder, der hier das nicht alleine schafft, geht nicht auf den Rand. Das ist eine Sicherheitsauflage, die wir haben, weil wenn man nicht alleine rauskommt und man ist alleine unterwegs, wird man hier sterben.
Wir haben jetzt die Eisschicht gebrochen, werden jetzt gleich das Eis unter die Eisplatte schieben. Ja, wir haben oben an der Eisschicht ca. 0 Grad. Alex ist der Master-Ausbilder für die Bundeswehr für diesen Bereich der arktischen Klimazone. Der gewährleistet hier unsere Sicherheit. Der stellt sicher, dass alle mit einer super Einweisung reingehen und heil rauskommen. Wobei da natürlich jeder ein kleines Mitspracherecht hat. Ich bin gespannt, ob es jeder macht. Also ein, zwei Kandidaten und ein Profi, denke ich mir, die brauchen ein bisschen Nachhilfe. Sind ein bisschen anders, die Ski. Grundsätzlich zwei Bretter auf Schnee. Kämmer. So, jetzt sind wir gerade am Ausprobieren, ob Jared auch gut auf dem Ski steht. Bis jetzt schlägt er sich ganz wacker. Ja. Es ist schon was anderes, auf den Ski unterwegs zu sein. Du siehst, du hast auch leichte Balance-Schwierigkeiten auf dem Ski. Und ihr seht, der Schnee ist tief, das ist ein super traumhafter Schnee. Aber er macht's ganz gut. Er muss noch ein bisschen lernen, weniger zu laufen, sondern mehr zu gleiten. Aber das werden wir hinkriegen. Zeit für den ersten Ritt. Das Equipment testen, schauen, wie alles funktioniert. Und dann geht's zum Icebreaking. Alle fahren hier die Piste runter. Wir nehmen die sichere Route außenrum. Kein Risiko eingehen. Oh, hier ist auch rutschig. Action! Ja, Mann! Ja, aber das bist du hin. Genau, eier den Fuß hinten raus. Jawohl. Hey, warum? Guck mal, die machen das natürlich hier, das ist der Cheatcode. Hey, aber wieso bin ich denn hingefallen? Ich kann doch auch stehen fahren. Ja, aber du hast ja hier keinen Halt. Die Verbindungssteifheit der Ski ist, es hat nichts mit dem normalen Ski zu tun. Überhaupt nicht. Ja. Die Kurven fahren, so einen schnellen Slalom, keine Chance. Ja, aber habt ihr einen Gerd gesehen, der hier runter ist? Mit 19 am 11. September 1989, mein persönliches 9-11, war der Tag, der bei mir alles verändert hat. Ich bin damals mit dem Zug in die Arbeit gependelt, bin zu spät zum Bahnhof gekommen und komme halt am Bahnhof an und der Zug fährt schon los. Hab die Tür aufgemacht, konnte aber mich nicht reinziehen, weil ich Tasche und Jacke hatte. Und dann bin ich da mitgelaufen und dann ja, geht es ziemlich schnell, dass das gefährlich wird natürlich. Ich konnte auch nicht mehr irgendwie einfach so stehen bleiben. Also nach so 100 Metern konnte ich das Tempo auch nicht mehr halten. Ich bin mitgeschleift worden und noch ein bisschen später abgerutscht unter den Zug gekommen, also zwischen Bahnsteig und Zug in den kleinen Spalt reingefallen. War dann auf der linken Schulter gelegen, dunkel, Räder gehört. Dann haben wir nur gedacht, Kopf einziehen, jetzt wird es gefährlich. Und dann hat man die Achse, den rechten Arm ausgerissen. Und dummerweise war die linke Hand auch nur auf der Schiene. Und in der Situation war ich bei vollem Bewusstsein. Und das war auch extrem entscheidend, weil ich dann aufgestanden bin und zurückgelaufen. Weil sonst wäre ich da verblutet, weil kein Mensch am Bahnhof war in dem Moment. Ein Selbstwertgefühl war eigentlich nicht mehr da. Was bin ich nur wert mit einem Finger? Was soll das? Also, und das hat mir der Sport einfach wieder gegeben. Okay, Lolo, ich sehe, es läuft, oder? Was ist los? Das läuft nicht gut, jetzt weiß ich nicht, wie ich mich hier hochhebe.
Dann probier mal dein Bestes. Lernen durch Schmerz, oder wie war das? Komm, probier. Nein, Quatsch, ich helfe dir natürlich. Okay. Los, drück dich hoch. Ja, komm. Yay! Und zack, jawohl. Ja, erstes Mal umgefallen. Immer weiter pushen. Erstes Mal umgefallen, erstes Mal von alleine wieder aufgestanden. Ja. Wir sind 6 Kilometer in 2 Stunden gegangen, haben also 3 km/h hingelegt. Der Run war viel zu schnell. Ich bin ein bisschen unzufrieden, ein bisschen ist gut. Teilweise schon schockiert, weil 1, 2 Profis hier durchgelaufen sind, als wäre das ein Sprint. Das hier ist ein Marathon, wir müssen am Ende stabil sein. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht schwitzen, dass wir nicht da in die Gefahr kommen zu unterkühlen in einer Pause. Keiner der Profis und keiner der Promis hat in den ersten 1,5 Stunden was getrunken. Ey, das funktioniert so draußen nicht. Das ist Todeszone. Die müssen von Anfang an das Wasser nachkippen. Ansonsten haben wir echt eine Problematik mit einer Dehydration, aus der dann eine Hypothermie werden kann. Und dann kommt das Rettungsteam und wir sind alle am Rotieren. Weil wir sind 5 Tage hier draußen. 5 Tage, 4 Nächte. Für die war das gerade eher Teambuilding und haben die Ausbildung und die Chance, den Promi jetzt hier aufs Pferd zu setzen und zu sagen, ey, darauf müssen wir achten, einfach verstreichen lassen. Der Einzige, der das gemacht hat, war der Otto, der grundsätzlich 100 Meter hinter der Gruppe war, immer ganz hinten das letzte Glied, schön langsam, kontinuierlich gegangen ist, sehr viele Gespräche gesehen hat. Und da muss man auch mal drauf achten bei Unsympathisch TV, wie der sich jetzt schon hier verhält, tipptopp. Otto und ich machen uns eine schöne Zeit. Ja, damit auch die Familie, wenn die jetzt zu Hause sieht, beruhigt sein kann. Das läuft alles. Super. Letzte Frage, wie geht's der Hand? Gut. Schön, dass du da bist. So. Ey, danke, dass ich da. Oh mein Gott! Geschnitten? Ja. Okay, eine Schwäche, genau. Schwäche, Messer. Man muss ja auch fairerweise sagen, marketingtechnisch sind Otto und ich Genies. Ja. Weil deine Messer kommen bald auf den Markt und die Leute sollen ja auch sehen, dass es schneidet. Das stimmt. Ja, das stimmt, hast recht. Ja. Der Test schneidet das auch wirklich? Ja. Ja, es gab auch tatsächlich ein Vorkommnis, wo man einen Profi mal mit ein bisschen medizinischer Unterstützung zugutekommen musste. Und daher sind vielleicht auch 1, 2 Blutflecken mit Sicherheit dabei. Und zu meiner Schande, hätte ich mal besser die Handschuhe getragen, habe ich mich auch einmal leicht geritzt. Ich dachte mir so, ey, der hat keinen Bock wahrscheinlich gerade hier zu stehen. Ich habe keinen Bock da reinzugehen, weil wir es nicht einfach skippen. Ich hätte die Zeit lieber in ein Buch reingeguckt, was halt komplett auf Finish da ist in der Hütte. Da sind ja 1000 Bücher gefühlt, als dass ich da reingehe. Wir haben jetzt hier ein Eisloch ausgehoben, sag mal, um die Teilnehmer auf den Worst Case vorzubereiten, wenn sie auf ihrem Run sind. Ich sage jetzt mal, wenn sie ins Eis einbrechen sollten, um zu wissen, wie man dann handelt und reagiert, um einfach zu überleben in der Wildnis. Dein Bart, der sieht richtig gut aus. Der sieht aber auch nicht schlecht aus. Das ist ja ein Kunstobjekt. Ja. Du hast auch eine spannende Frisur. 6 Kilometer Marschleistung hinter uns, knappe 2 Stunden. Jetzt übergebe ich an den Alex. Das ist mit Abstand der höchst ausgebildete Instruktor, den wir hier in unserem Team haben, der euch jetzt für diese spezielle Gefährdungssituation ausbilden wird. Wie reagiere ich im Icebreaking und wie komme ich hier lebend wieder raus? Weil es kann euch keiner helfen, das könnt ihr nur alleine schaffen. Und dazu ist der Alex der einzige und beste Mann, der das hier ausbilden kann. Ja, jetzt werden wir hier, wie gesagt, eine Notsituation trainieren, um euch vorzubereiten, was ist, wenn ich draußen in der Wildnis wirklich in Eis einbreche, wie die Verfahren sind, um mich selbst zu retten und dann auch zu überleben. Ja, klar, wir wollen immer ein bisschen Spaß haben, aber hier dann wirklich die Ernsthaftigkeit. Ja? Wenn ihr hier vorkommt, kommt nur einer nach vorne, der wird dann von mir eingewiesen mit meinem Buddy, wie die Verfahren sind, was ihr machen werdet. Ja, dann werden wir euch vorbereiten, einbinden zur Sicherheit. Dann wird jeder ins Eis reingehen. Dann werden noch 1, 2 Maßnahmen gemacht. Ihr kommt raus.
Ja, werdet aus dem Eisloch rausgehen, rüber zum Pulverschnee, euch ein bisschen wälzen, um die Feuchtigkeit rauszuziehen und dann den Kreislauf wieder in Schwung bringen. Ja, aber das machen wir dann alles, wenn ihr hier vorne am Eisloch seid. Ihr geht jetzt erstmal zurück, ja, wechselt die Kleidung und dann machen wir weiter. Finally. Finally, we get to relax a little bit and go for a swim. Ganz ehrlich, was jetzt gleich kommt, muss gar nicht sein. Ich hoffe, dass der Doc sagt, ey Sascha, wenn du da reingehst mit deiner Schnittwunde und dann die Sauna ist scheiße für dich und für den Heilungsprozess und dann mache ich mich fein raus aus dem Schneider. Mark my words. Das wird so passieren. Wird eh nicht passieren, ich muss da rein. Egal wer hier das Icebreaking verweigert, für denjenigen ist der Arctic Warrior 2023 beendet. Ich glaube tatsächlich, dass das die mental anspruchsvollste Herausforderung ist, neben dem Übernachten. Dieses Icebreaking zu trainieren. Man sollte immer ein bisschen Respekt haben. Ich hoffe, dass ich rauskomme alleine. So, und bei dir, Sascha? Erste Mal Eisbaden oder? Erstes Mal. Also eigentlich zweimal. Na, ich gehe heute zweimal Eisbaden, zum ersten und zum letzten Mal. Was geht bei dir? Oh Gott, ist das kalt. Icebreaking, meine Nemesis. Ohne Scheiß, ich gehe noch nicht mal kalt duschen. Warum sollte man das auch tun? Ich hasse kaltes Wasser, ehrlich. Ich werde mich jetzt gleich so überwinden müssen. Hört mir jetzt jeder genau zu. Der Spaß hat jetzt Ende. Ja, ihr seid jetzt alle online und hört mir zu. Ja, weil wir werden jetzt die Notsituation, sage ich mal, ausbilden, um euch vorzubereiten, wenn es passieren sollte, dass ihr dann draußen auch überlebt. Also, wir werden euch einbinden. Ja, ihr schiebt die Skier nach vorne, wenn ihr merkt, ihr brecht ein. Wichtig ist, Arme zur Seite. Ja, mit den Stöcken fixieren und schaut, dass er mit dem Oberkörper nach vorne geht und das Kinn nach oben nimmt, sodass der Kopf nicht eintaucht. Ja, weil das Schlimmste, was ist immer, ist Kopf eintauchen, das ist dieser Schockmoment und ich dann anfange, kurzatmig zu werden und hektisch zu werden. Ja, wenn ich dann im Wasser eingetaucht bin, ganz ruhig bleiben, nicht hektisch, wie die Katze, die versucht, hier aus dem Eiswasser rauszukommen, sondern ganz ruhig rumdrehen. Blick zum Ausbilder, er wird euch zwei, drei Sachen fragen, um zu sehen, dass ihr auch ganz ruhig und hier oben im Kopf online seid. Und dann werdet ihr den Auftrag bekommen, aus dem Wasser rauszukommen. Ja, ihr werdet bis zu diesem Eisblock auf allen Vieren gleiten, um das Gewicht zu verteilen, um nicht wieder einzubrechen. Auf Höhe des Eisblocks steht ihr dann auf. Ja, wir werden das Seil lösen. Ihr bewegt euch nach hinten zum Pulverschnee, wälzt euch im Schnee, um die Feuchtigkeit aus dem Anzug zu kriegen. Und danach geht's Richtung Lodge. Okay? Gut. Was machen wir hier? Warum? Ich versteh's nicht. Ich hoffe, ich komme wieder raus. Sonst bin ich ja nicht dabei. Also für mich entscheide ich sich's jetzt. Bereit zum Eintauchen, Sebo? So, jetzt fertig? Na los, Sebo, auf. Okay, mich anschauen. Rumdrehen. Im Wasser. Rumdrehen. Rucksack raus. Wo kommst du her? Düsseldorf. Okay, raus. Weiter, weiter, weiter. Also ihr seht, ihr schiebt den Rucksack vor euch her, nützt die Stöcke, um euch nach vorne zu arbeiten. So, aufstehen. So, jetzt noch zuschauen, was er jetzt macht. Einfach im Schnee rollen, dass die Feuchtigkeit aus dem Anzug gezogen wird. So, und jetzt Sebo zurück und wirklich wieder den Kreislauf in Schwung bringen. Auf geht's. Aber ich glaube, dass einige es erstmal realisiert haben, dass es kalt ist. Ja? Und auch vielleicht ja, in eine Situation kommen, die nicht so schön ist. Aus der Komfortzone raus. Schauen wir dann. Gut. Rumdrehen. Rumdrehen. Okay, wie heißt du? Wie heißt? Schau mich an. Wie heißt du? Wo kommst du her? Herten. Wie alt? Alle 30. Gut, raus. Stöcke nehmen.
Denk dran, bis zum Eisblock auf allen Vieren. Wirst du jemals wieder ans Telefon gehen, wenn Otto anruft? Nein. Pumpe geht. Schau mich an, schau mich an, schau mich an. Rumdrehen, rumdrehen. Okay, woher kommst du? Woher kommst du? Chemnitz. Wie alt? 24. Geburtsdatum? 4.7.1998. Okay, raus. Hat sie richtig gut gemacht. Aufstehen. Da kommt sie ganz frisch. Ja, ja. Tapfer wie ein Schnitzel. Und jetzt wird erstmal paniert. Auf geht's. Auf in den Pulverschnee und paniere sich wie ein Schnitzel. Und noch eine Runde. Jawohl. Ich sehe, da hat jemand Spaß, ne? Auf geht's. Ja, auf geht's. Für die Schweiz, ne? Jawohl. Und los. Schau mich an. Okay, rumdrehen. Geht eigentlich, ist gar nicht so schlimm. So, was ist die Hauptstadt? Unglaublich. Von Deutschland? Bern. Okay, ich habe noch nichts von rauskommen gesagt. Ach, Scheiße. Wie heißt du? 20.05.87, Franziska Sieber, Lehrerin. Ich frage doch noch gar nicht. Ja, das geht doch. Hast du noch mehr Fragen? Die Hauptstadt von Berlin. Die Hauptstadt von Berlin ist Deutschland, oder? Ich kann nur sagen, ich bin richtig, richtig stolz. Alle vier Mädels sind reingehüpft, ohne mit der Wimper zu zucken, nicht stehen geblieben, gar nichts. Teilweise so ein Lachen auf den Lippen und so. Und haben uns das Lachen auch gar nicht, also wie eingefroren war das, aber es war ein echtes Lachen. Rausgearbeitet, sich wirklich im Schnee gewälzt, hoch. Ich bin echt happy und find's mega cool, dass sie das so durchgerockt haben. Alle vier rein, alle vier durchgerockt, nach oben. Eben habe ich zum Beispiel die Tatjana gesehen, also unsere Österreicherin, die noch zu einem sagte, hey, frierst du, willst du meine Jacke haben? Mir ist nicht kalt. Also, weißt du, so, die Frauen haben ja richtig abgeliefert. Finde ich mega gut. Tolles Bild. Eben die Sachen zum Trocknen hier aufgehangen. Und jetzt kann man es einfach als Waffe benutzen. So wie das hier ist. Krass. Oder man nimmt es als Stuhl. Das kann man auch machen. Ist so gut. Nochmal erklären oder meinst du, kriegst es hin? Soll ich es nochmal wiederholen? Oder? Ja, wiederhol das Ganze nochmal. Also, ich laufe jetzt langsam rein. Schau dich an, du gibst mir irgendwann den Befehl, mich rumzudrehen, dann fragst du mich ein paar Fragen und dann soll ich versuchen, aus dem Loch rauszukommen. Wenn ich es nicht schaffe, nee, so war es nicht. Also, du mich noch ein bisschen? Worauf musst du achten? Arme zur Seite, Brust nach vorne, Kinn nach oben. Das ist schon mal das Wichtigste. Danach schaust du mich an, dann drehst du dich rum, dann stelle ich dir die Fragen und dann sage ich dir, wann du rauszukommen hast. Okay? Ja. Okay, dann los. Okay, anschauen, umdrehen. Okay, Hauke, wer spielt besser Fußball? Kaiserslautern oder Mainz? Lautern. Okay, wie alt bist du? 43. Geburtsdatum? 79, 13, 12, 90. Komm raus. Stöcke in beide Hände. Komm. Nein, die Stöcke nutzen. Die Stöcke nutzen. Ja, komm, löst das Problem. Und jetzt raus. It's überraschend, weil sieht wie ein Supermodel. Sieht ein bisschen dumm aus, aber überraschend, weil es voll mit nutzvollen Infos. What's up? I got my Christmas goose early. So, ja, ich denke, wir werden gemeinsam ein starkes Team sein und wir können das auch schaffen, wenn er sich ein bisschen zusammenreißt und nicht immer hier der Vogel spielt. Ja. Do you want me to repeat the procedures? Nein, ich denke, ich will nur Salto machen, ja? Okay, perfect. Salto okay. Is perfect. Okay, ready? Let's go. Es ist so kalt.
Fertig? Okay. Auf geht's. Okay, schau mich an. Schau mich an, schau mich an, schau mich an. Nee, 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 schau mich an. Schau mich an. Über die Seite drehen. Genau, genau. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wie heißt du? Ich bin der Gerd. Gut, dann Gerd, raus aus dem Wasser. Komm, arbeite mit den Beinen. Jawohl. Zieh dich nach vorne. Komm, jawohl. Willst du meinen einarmigen Engel sehen? Ach, zeig mal. Mach dir nur einen. So wie der Zweiarmige. Schaut, wunderschön. So. Ich sage euch ganz ehrlich, hätte ich vornherein gewusst, dass wir das machen müssen, ohne dass, ich habe gesagt, Otto, ich würde mit dir lieben gerne in die Natur gehen, aber ich gehe nicht ins Wasser. Also ich finde es zum Beispiel jetzt gerade, ich finde es krank, was wir machen müssen. Ne? Ist alles schön und gut, für, dass man mal das gemacht hat und dass man Bescheid weiß. Okay, schau mich an, schau mich an, schau mich an, schau mich an, schau mich an. Drehen, drehen. Wenn du unten im Wasser bist, kannst du einmal tief ausatmen. Und das beruhigt dich normalerweise sowieso gleich. Das stimmt, aber ja. ihr werdet sehen, niemand ist so nah an den Rand reingesprungen wie ich. Das hilft dir auch nichts. Ich gehe so an den Rand, ich mit beiden Händen halte ich mich noch fest so seitlich. Ich mache mir auch gar keine Sorgen, dass ich schon komplett vereist bin. Ne? Ich soll mir jetzt einfach nur okay, Sascha, dann gehen wir nochmal den Ablauf durch. Ja? Du trittst an die Eiskante ran. Die Stöcke sind in der linken Hand. Ja. Ja, wenn du reingehst ins Wasser, Arme zur Seite, Brust nach vorne, Kopf, Kinn nach oben. Ja, wenn du im Wasser eingetaucht bist, schaust du mich an. Dann kriegst du von mir das Kommando rumzudrehen. Du drehst über die rechte Schulter. Ja, wenn du dann gedreht hast, schaust du mich wieder an. Ich stelle dir 2, 3 Fragen und dann kommst du aus dem Wasser. Dran denken, Stöcke in die Hände nach unten greifen und dann mit der Spitze vom Stock rausziehen bis auf der Höhe vom Eisblock. Danach kriegst du das Kommando aufzustehen. Und dann löse ich dich vom Seil. Das klingt so alles, wie du es gerade gesagt hast, super schön. Und ich bin auch echt Fan davon, aber das wird jetzt, ich weiß nicht, ob das so passieren wird hier. Kriegen wir schon hin. Wenn nicht, üben wir das so lange, bis du das hinkriegst. Okay? Alles gut. Schau mich an, schau mich an. Ganz ruhig bleiben, anschauen dabei. Sauber, Mann. Super, tipptopp. Wie heißt du? Sascha. Wie alt bist du? 12. Wo kommst du her? Stuttgart. Gut, Stöcke in die Hände. Unten greifen, komm, schieb den Schock, ja, ja. Und jetzt zieh dich raus, komm, zieh dich raus. Komm, komm, zieh, 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 zieh. Zieh, 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 zieh. Weiter bis zum Eisblock, komm, 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 komm. Ich geh zu dir bis hoch, auf alle vier bis auf Jute, wenn er will. Auf geht's. Und jetzt aufstehen. Reicht, lass die Stöcke liegen. Schneewälzen ab oben dann die Sauna dann. So Otto, jetzt kriegst du es besorgt. Ja, auf jeden Fall. Weil ich weiß ja. Lauf, 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 lauf. Komm, joggen, da wird's dir gleich warm. Mega gemacht, Sascha, komm, nicht Pause, direkt in die Sauna, da oben ist warm. Ja, die sind auch voller Wasser, wenn du langsam läufst. Komm, schneller, zügig, lauf, Schritt. Gut, Otto, es ist richtig, dass du der Schuldige bist, der 15 Mann hier und dem Motto Spaß in die Arktis gelockt hat. Ja. Ja? Ja.
Bist auch du der Schuldige, der dafür gesorgt hat, dass die das Icebreaking machen müssen? Ja, auf jeden Fall. Gut. Ich wusste, dass das eine gute Idee ist. Ja, dass es eine geile Idee ist. Oder? Mal gucken, ob du das in 2 Minuten auch noch denkst. Ja, ja? Ich weiß, ich habe da... Also, militärisch korrekt. Wahrscheinlich gibt es irgendeine besondere Behandlung, ich darf mir so denken. Ja, ich will saubere Verfahren sehen, ja, und saubere Kommandos hören. Jawohl. Okay? Ja. Melde mich zum Eisbaden. Attacke, rein ins Wasser. Schau mich an. Otto, schau mich an. Schau mich an. 16.12, 82, K, 40, 915. Nein, das habe ich noch gar nicht gefragt. Okay. Okay, 28. Oh, nee. Okay, wie heißt du? Otto Gertaras. Ja, was ist die schönste Teilschaltkraft? Ja. Und die Teilschaltkraft? Fallschirmjäger. Okay. Versuchen, aus dem Wasser zu kommen. Ja, Schock. Die Eiskante bricht. Ich glaube, hier kannst du nicht raus. Okay, du musst zur anderen Seite raus. Da kriegen wir hin. Otto? Der Sebo hat noch eine Überraschung für dich. Otto? Stopp, stopp, stopp. Was sagt dir denn die Zahl 9? Weiß ich nicht. Das war für mich eine Ewigkeit. Was denn? Das sind die 9 Sekunden, die du im Ocean Warrior vor mir warst. Ja klar, die habe ich schon längst rum. 9. Komm ab. Ah. Und wie findest du mit der Jacke? Ist gut, ne? Die gibt's schon, ne? Ja. Nee. Ja, aber hier, guck mal hier. So, Freunde, ich geh auch nicht so. Und was sagst du zum Otto? Also, er hatte schon Angst, als ich angefangen habe, so langsam zu zählen, oder? Ja. Also, ja. Aber das ist auch scheiße. Aber er hat ein paar Sachen vergessen mit der Erlaubnis zu fragen, dass er aus dem Wasser darf, hat er vergessen. Ja, und er hat mich im ersten Moment nicht angeschaut. Ist doch nicht mehr so fit in den Sachen, was er selbst, sag ich mal, irgendwann mal gelernt hat und jetzt von den Teilnehmern abverlangt. Ne? Er wird halt auch einfach alt. Ja, das ist richtig. Bist du jetzt kaputt? Jetzt bin ich kaputt, ja. Ja, ich hatte einen kurzen Mittagsschlaf. Das hat so geholfen. Ich hatte keinen Mittagsschlaf. Ich sag's, Müdigkeit. Müdigkeit wird uns noch killen. Oder? Nee, weißt du, was ich gedacht habe? Wenn wir müde sind, dann können wir einfach schlafen. Dann haben wir nicht das Problem, dass wir nicht einschlafen können, kalte Füße haben. Reicht es gut. Und dann gehen wir um 8 Uhr ins Bett. Also wir laufen, dann bauen wir Shelter, machen wir Feuer, essen. Und dann schlafen wir einfach. Ah, die Challenge machen wir dann noch. Und dann schlafen wir jetzt. Dann geht es weiter. Das ist ein guter Plan. Ich würde sagen, so machen wir es einfach. Servus zusammen, ich bin der Mike. Kleiner Hintergrund zu mir. Ich kenne den Otto schon ein bisschen länger. Ja, der Otto hat mit mir auch schon Warrior Talk gemacht. Aus dem Hintergrund, mein Werdegang ist ein bisschen unkonventionell. Also ich habe Psychologie studiert, dann habe ich einen Heilpraktiker gemacht und dann habe ich Personenschutz in Krisengebieten gemacht. Ja? Ist ja auch naheliegend, wenn man das vorher gemacht hat. Ich wollte eigentlich auch schon immer Soldat werden. Ne? Daran liegt es. Und man muss sich, wenn es über die dienstliche Schiene nicht klappt, halt den privaten Weg irgendwie trotzdem suchen. Dass man das macht, worauf man richtig Bock hat. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich von der Ausbildung her militärisch da unten so ungefähr ganz unten war, ja, dafür war ich medizinisch ganz oben. Was macht man dann? Alleinstellungsmerkmal, man versucht auf medizinischen so gut zu werden, wie es geht, damit man den nächsten Job bekommt. Ja? Gibt es den schönen Spruch, become so good, they can't ignore you. Ich beschäftige mich mit Verletzungen, die eben irgendwo in der Wildnis auftreten können und damit, wie man das dann auch behandelt, mit relativ minimalen Mitteln. Bevor wir hier, ihr habt jeder so ein IFAC bekommen, ja, also Medikit, ja. Militärische Bezeichnung, IFAC, nennt sich Individual First Aid Kit, weil jeder individuell eins dabei hat. Hier nennt sich es Medikit, das ist die zivile Version davon, die versteht dann auch jeder. Da sind diverse Sachen drin. Die sind aus gutem Grund da drin. Ihr müsst mit dem meisten Zeug nicht umgehen können, ja? Weil eure Profis, die bei euch dabei sind, haben einen anderen Medizinlehrgang von mir bekommen. Die können mit den wichtigen Sachen umgehen, die da drin sind. Ja, für euch wird es von der Zeit her nicht reichen, das ist auch nicht die Priorität. Was wir mit euch jetzt machen, ist, wir zeigen euch, was ihr machen müsst, also erstens mal Präventionsgeschichten, dass euch gar nicht erst was passiert, ja? Insbesondere kältebezogen. Das Zweite, was wir machen, ist, die Schritte, die ihr drauf haben müsst, falls eurem Buddy was passiert und er
euch nicht mehr sagen kann, was ihr tun sollt. Er zum Beispiel das Bewusstsein verloren hat, müsst ihr wissen, okay, wie rufe ich Hilfe? Ja, das ist mal das Allerwichtigste. Wie sichere ich seinen Atemweg, dass er nicht erstickt? Weil das kann passieren, wenn er ohnmächtig ist, ne? Dass die Zunge nach hinten fällt und so weiter. Brauche auch keine großen Verletzungen sonst haben. Und wie halte ich ihn warm? Es kommen so Sachen vor, wie jemand hat sein Messer zum ersten Mal in der Hand, ja? Und das Ding beißt ein. Völlig unverhofft. Ja? Und da ist er nicht der Erste. Ja? Also ich habe es ihm gestern gesagt, das haben sich schon zwei Profis einen Tag davor geschnitten. Ja? Mit dem gleichen Messer. Nehmt euch immer die Zeit, die Sachen mit der trotzdem gegebenen Vorsicht und Geschwindigkeit zu machen. Ne? Weil ihr macht eine Situation ganz, ganz schnell viel schlimmer, wenn ihr euch verletzt, weil ihr irgendwas macht. Druckverband. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, ihr macht einfach so einen Druckverband. Ihr behandelt das Ding, ihr verbindet es, so gut ihr könnt. Wunderbar. Was für ein Problem habt ihr jetzt? Ja? Vorher noch desinfizieren, oder? Desinfektion, ja. Und es gibt noch was, an das man sehr selten denkt. Also gerade als Amateur, der sagt, ja, ich mach halt mal und dann, wenn Pflaster drauf ist, ist alles gut. Wenn noch was drin ist in der Wunde? Genau. Man muss sich die Wunde erstmal anschauen. Macht dieses Gucken einmal und macht's richtig, wenn ihr es macht. Ja, nicht so, ah, lass mal, ah, ich will nicht zu viel, ich will ihm nicht wehtun, ich will nicht, dass es zu viel blutet. Das ist immer so dieses Zimperliche bei der Medizin, ja. Das ist bei kleinen Kindern gut und so, ja, aber in der Notfallmedizin ist zimperlich scheiße. Holt euch Licht, holt euch einen vernünftigen Hintergrund, wo ihr was seht, ja. Vielleicht, wo ihr seht, wie viel Blut läuft runter. Schnee tut sich ziemlich gut, ne, okay, ja. Da sieht man ziemlich gut, ob Blut läuft oder nicht. Dann guckt ihr einmal und dann könnt ihr wieder den direkten Druck machen, wenn ihr wisst, was da los ist. Jetzt machen wir was Praktisches und das ist auch nochmal wichtig, ja? Okay, wer hat eine große Nase? Are you? Okay. Vorgehensweise normalerweise so, ihr sucht euch das größere Nasenloch. Viel Glück dabei. Im Prinzip ist es wurscht, ja? So, das Ding hat hier eine Art Kante, also es ist schräg abgeflacht, ja? Man macht das mit der abgeflachten Seite nach innen. Und davor macht ihr hier schön Gel drauf. Dann könnt ihr hier so ein bisschen Schweinchennase machen. Ne? Und dann... Okay, it's not your first time, right? Okay, like that. Und dann könnt ihr hier so verriegeln, dass es nicht mehr rausschiebt. Ja? 3, 2, 1. Schipp. Ihr habt gemerkt, es hat ein bisschen Druck gebraucht. You can just wipe your nose. Yeah. Thank you, man. Einmal klatschen für den Freiwilligen hier, ja? Anwendung, ganz wichtig. Ihr müsst ja wissen, das machen wir ja nicht zum Spaß, das Ding da reinschieben, ne? So aufgrund so, oh, ich müsste dich hinlegen, so, ich habe gehört, da muss so ein Ding rein. Nur wenn er das Bewusstsein verloren hat, ja, weil dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt den Kopf überstrecken, dass er Luft kriegt, weil sonst die Zunge, wenn er bewusstlos ist, nach hinten fällt. Dann könnt ihr aber nicht mehr viel anderes machen, weil dann seid ihr die ganze Zeit am Kopf überstrecken. Wenn ihr jetzt noch mal irgendwo hingehen müsst, vielleicht hier euer Medikit holen oder sonst irgendwas machen, dann müsst ihr die Atemwege sicherstellen. Ja? Und das macht ihr über so eine NPA. Erfrierungen können ab 0 Grad anfangen. Ja? Eine Erfrierung ist im Prinzip, wenn irgendwo die Zellen 0 Grad kalt werden. Ja? Was passiert mit Wasser bei 0 Grad? Es friert ein. Was macht Wasser bei 0 Grad, wenn es einfriert? Richtig, es breitet sich aus, die Zellen platzen, die Zellen sind kaputt. Merkt euch, ab 0 Grad könnt ihr Erfrierungen bekommen. So. Ab minus 25 Grad wird die Gefahr extrem hoch. Wie viel Grad hatten wir heute? 24,9, also keine extreme Gefahr. Tagsüber? Ja, genau. Gute Antwort. Scheiß auf die Handschuhe. Und das war ohne Windchill. Windchill-Faktor kommt noch drauf. Wenn kalter Wind ins Gesicht kommt, dann führt das zu einer Gefäßverengung als Reflex der Zehen und der Finger. Das heißt, wenn ihr kalte Luft ins Gesicht kriegt, kriegt ihr weniger Blut in die Finger und die Zehen. Was? Die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr der Erfrierung dort erhöht. Ich zeige euch ein paar Fotos von ein paar Fällen. So, die gute Nachricht ist, das ist wieder geworden. Die hat keinen Zeh verloren. Ehrlich? Ja. So, ganz kurz die Geschichte, was hier passiert ist. Passt mal bitte kurz auf, das ist wirklich nochmal wichtig, ja? Das war eine Kletterin, die ist sehr erfahren gewesen. Die hat sich auch richtig angezogen gehabt, ja, alles super. Ist klettern gegangen, ihr ist irgendwie Schnee in den Schuh gekommen, der ist geschmolzen. Also der Schnee ist geschmolzen, ist in den Schuh reingelaufen, die Füße waren nass.
hat sie gemerkt, oh Scheiße, Füße sind nass, ich gehe nach Hause. Ist ja nur 5 Meilen zum Laufen. Dann ist sie 5 Meilen nach Hause durch den Schnee gelaufen und danach sahen die Füße so aus. Ja? So, also das ist kein Spaß mit, lasst euch die Füße nicht nass werden. Ja? Oder ja, sind ja nur 5 Kilometer. Dann macht man Feuer oder so. Ne? Das ist wirklich ein Notfall. We need an ambulance. We are at the Visanta Lodge and we have a girl here. She has symptoms that could be an apoplectic stroke. She has pain starting from the chest up into the head. Mostly behind the left eye. Her arms are feeling numb. She had a little bit of a slurred speech in the beginning. Yes, she's awake. Stand ist jetzt momentan der. Sie hat Symptome, denen nicht eindeutig zuordnenbar waren. Ja. Wir haben jetzt mal einen Krankenwagen angerufen. Der ist in 15 Minuten da, ist nicht so weit weg. Und dann können die vernünftig mit allen Diagnosegeräten und so abklären, ob sie mitnehmen müssen oder ob sie weitermachen kann. Heute, okay. Also ob sie da bleiben kann. Ja, okay. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes ist. Wir lassen warten, bis der Krankenwagen kommt. Also ich meine, was machen wir? Krankenwagen, wie es aussieht, hat die Arktis ihr erstes Opfer gefordert. Was ist passiert? Kannst du schon was sagen? Ich habe nur einen Anruf bekommen, dass sie zusammengebrochen ist und zitternd am Boden liegt. Das Allerschlimmste war, dass sie meinen Blutdruck messen wollten und ich habe das nicht ausgehalten, dass sie das zusammengezogen hat. Sie mussten das mehrmals probieren und es ging nicht. Ich hatte noch, ich weiß nicht, ich glaube noch nie solche Schmerzen gehabt in meinem Arm wie da. Das gestern, es war heftig, aber für mich war die ganze Zeit so, hey, ich möchte trotzdem mitgehen und ich glaube, das war einfach eine Migräneattacke. Für mich ist wichtig, dass mein Body scheint. Trotzdem gehen kann und es gibt ja noch eine Ersatz-Wildcard. Also ich fühle mich jetzt eigentlich nicht als Favorit. Wir haben einige Teilnehmer dabei, die mental sehr stark sind. Und auf das wird es auch darauf ankommen, wenn dann die erste Nacht einmal vorbei ist, weiterzumachen. Und ich glaube, da sind einige dabei, die über sich hinauswachsen werden. Und das wird spannend werden. Also das ist jetzt keine gemarte Wiesen, sondern das wird eine Herausforderung. Ich hoffe, die Folge hat euch richtig gut gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Wenn ihr mit 7 Tagen Vorlaufzeit schon die nächsten Folgen sehen wollt, dann braucht ihr nur unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken zu Paramount+.